Und damit Hallöchen, ihr Raketen, und herzlich willkommen zu einer neuen Runde City Skyline. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich freue mich, dass ihr da seid. Lange hat's gedauert. Ich bin ja schon seit einiger Zeit aus dem Urlaub zurück. Der ein oder andere hat es ja hier auf YouTube im Community-Tab oder auch auf Insta verfolgt. Ja, es hat ein bisschen gedauert, weil der Laptop kaputt ist. Der Laptop ist auch immer noch kaputt. Der Laptop wird erst nächste Woche repariert. Ich habe mir jetzt noch mal was mit einem alten Laptop zusammengeschustert und guck, dass wir jetzt hier damit trotzdem irgendwie das eine oder andere Video hochkriegen, damit ihr nicht mehr zu lange warten müsst. Dann geht es ja auch ab nächste Woche endlich los mit Formel 1 2022 und wir bauen aber heute hier und jetzt weiter. Und dadurch, dass es so ein bisschen länger gedauert hat, ich bin ehrlich, ich muss erstmal gucken, was wir heute machen. Ich habe hier noch gar nicht so den wirklichen Plan. Wir schauen gleich mal zusammen rein und gucken, was heute in dieser Folge so passiert. Wenn ihr nichts verpassen wollt, wenn ihr neu seid, dann lasst doch gerne ein Abo da und dann schauen wir jetzt mal in die Stadt. Also, let's fetz. Kurzer Blick von oben. Wir gucken mal rein. Ich weiß, dass wir in den letzten Folgen hier hinten die Verbindung gebaut haben, die Autobahn ein Stückchen weitergezogen haben und dass wir auf jeden Fall hier hinten diesen Bereich gebaut haben mit dem Hafen, mit der Müll, ja, mit der Müllfabrik hier hinten, der generischen Industrie und dass wir hinten den Kreisverkehr gebaut haben, der natürlich jetzt hier auch ein bisschen zu, ja, ich sag mal, zu Stau führt. Da müssen wir mal gucken, dass wir nach hinten raus irgendwann hier nochmal ein bisschen bessere Lösung finden. Wir haben es jetzt erstmal gemacht, damit der ganze Verkehr, der hier reingeht, natürlich nicht durch die Stadt fließt, weil die Stadt jetzt aktuell sowieso schon an zwei Punkten sich ordentlich verstopft. Und das ist mal ein hier hinten. Da müssen wir mal gucken, dass wir über die Ampel den Bereich des Staus hier mal ganz kurz auflösen. Und zum anderen auch hier. Hier seht es auch hier ein großer Stau. Das liegt halt daran, weil aktuell alles, was in diesem Bereich der Stadt will, von hier hinten rüber gefahren kommt. Und weil dieser Weg aktuell der einzige ist, der hier in die in den Gewerbebereich führt, also in diese Promenade hier vorne. Oder halt auch diese Brücke die einzige ist, die aktuell rüber in den anderen Teil der Stadt führt. Also werden wir uns damit beschäftigen, dass wir hier vorne gleich nochmal eine Verbindung bauen und dass wir dann gucken, dass wir den Bereich hier hinten ein bisschen zubauen, eventuell hier vorne noch ein bisschen Wohnraum mit hinbauen und dann schauen wir mal weiter. Als erstes werden wir erstmal kurz den Stau auflösen. Das geht eigentlich recht simpel. Wir werden hier mal kurz die Ampel ausschalten. Und auch diese Ampel hier ausschalten, werden das Ganze ein wenig schneller laufen lassen. Ihr seht auch gleich, dass es hier, vielleicht machen wir hier noch ein Stoppschild, dass die vorderen Fahrzeuge da warten müssen. Und dadurch, dass diese Autos jetzt hier die freie Fahrt haben, vielleicht können wir auch sogar noch, obwohl ich glaube, die Ampel brauchen wir gar nicht auflösen. Das müsste mit der hier eigentlich schon recht fix gehen. Dadurch, dass wir die Ampeln ausgeschaltet und das Stoppschild nur für die abbiegenden Fahrzeuge von der 50er Straße hier gemacht haben, ja, seht ihr, das löst sich der Stau hier eigentlich schon recht fix auf. Es kommt natürlich hier hinten noch ein bisschen mehr. Ich weiß gar nicht, warum hier Ampeln drin sind. Die lassen wir mal weg. Auch die Stoppschilder hier können wir wegmachen, weil der Kreisverkehr gar nicht so doll befahren ist, dass es sich hier lohnt, die Ampeln einzusetzen. Aber dadurch, ja, geht hier wieder so ein bisschen was flüssiger. Das hier müsste sich jetzt auch demnächst auflösen. Vielleicht nehmen wir die Ampel hier hinten auch noch kurz weg. Einfach, dass der Durchfluss hier kurz ein Stückchen schneller ist, auch in die Nebenstraßen rein, in die gerne abgebogen werden soll. Aber so läuft das eigentlich jetzt erstmal. Hier vorne hat sich jetzt viel aufgelöst. Dementsprechend können wir dann auch gucken, dass wir hier jetzt wieder die Ampeln einschalten. Und dann sollte das jetzt erstmal wieder ein bisschen passen. Okay, Zeit verlangsamt, angehalten. Ich habe es ja gesagt, wir müssen gucken, dass wir hier hinten noch ein wenig, das zubauen, hier ein wenig Wohngebiete hinbauen. Wir werden auch mal gucken, dass wir dann zumindest das Stückchen Brücke, vielleicht auch ein bisschen schneller machen. Müssen wir mal schauen, was wir da für eine Lösung finden. Und wir werden hier auf jeden Fall noch eine weitere Brücke rüberbauen. Das werden wir als allererstes machen. Dazu nehmen wir hier die europäische vierspurige Straße und wir gehen einfach mal von hier gerade weg. Laufen hier mit rein. Jetzt müssen wir mal ganz kurz gucken. Das müssen wir noch anpassen. So ein Stückchen vor. Und dann könnten wir ab hier gucken, dass wir hochkommen und dann über die Brücke laufen.
1, 2, 3, 4. Wir müssen es ein bisschen höher machen. Aber vielleicht auch dementsprechend einen Ticken früher anfangen. So. Gucken, ob das passt. Dass wir dann hier einmal rüberlaufen. Denn wir müssen hier mal drüber. Also wir müssen hier an die, wir müssen hier über die Straße mal drüber. Und dadurch, dass das hier eine Straßenbahn ist an der Stelle, muss die Straße natürlich auch hoch genug sein. Ich weiß jetzt nicht, ob es hier schon reicht, wenn wir sagen, nee, schaut mal. Müssen das Minimum ist hier. Und wenn wir jetzt hier rangehen, müssen wir mal schauen, ob das zu steil ist. Aber ich sag mal, es geht noch. Es geht noch. Dadurch haben wir jetzt hier auf jeden Fall erstmal eine schöne Brücke, die auch wieder über die Dings rüber geht. Das hier gefällt mir allerdings nicht so wirklich. Das gefällt mir gar nicht. Da müssen wir mal ganz kurz gucken. Das sieht natürlich. Ich weiß auch nicht, warum der Bereich jetzt hier dann. Vielleicht machen wir das dann so, dass wir sagen, das Mittelteil hier ist ein bisschen kürzer, dadurch wird es hier ein bisschen besser angepasst. Und dann könnte man, ja, dann kommen wir hier nämlich auf einen vernünftigen Nenner. Und haben hier den noch ein bisschen weiter vorne. Ich glaube, so ist es deutlich besser. Dann haben wir hier nämlich jetzt auch eine weitere Straße, die rüberführt. Ihr seht es, wir müssen hier auch noch gucken. Wir haben hier aktuell auf dem Gebiet keine Wasserversorgung. Das ist natürlich nicht so schön. Und hier oben ist Lärm. Ich weiß gar nicht, von was der Lärm hier. So mit dran, also was den Lärm da oben verursacht, da müssen wir gleich mal reingucken. Ach so, das ist das Windrad, gehe ich mal von aus, ne? Das Windrad wird wahrscheinlich hier den Lärm für dieses Gebiet hier verursachen. Vielleicht können wir den auch irgendwo irgendwie umstellen. Dass er. Ah, es wird, nee. Ist alles ein bisschen doof. Geht aber nicht anders. Und hier unten, die Häuser brauchen natürlich auch noch irgendwie Strom. Und Wasser. Strom und Wasser, aber Wasser müssten sie eigentlich haben. Das kommt wahrscheinlich jetzt dann, wenn es läuft. Okay. Wir machen wieder Stopp. Gut, also Straße hier hinten haben wir. Die wird jetzt natürlich noch nicht so wirklich genutzt, weil auch einfach hier hinten in dem Bereich noch gar nichts ist, was sich lohnen würde, hier auf dieses Stückchen Straße zu fahren. Des Weiteren reißen wir hier noch kurz die Bahnschiene ab. Denn ansonsten, wenn wir zu gerade laufen, dann wird das nichts, was. Dann wird das nichts mit dem. Da kommen wir nicht weit genug rüber. Jetzt müssen wir nochmal kurz gucken, dass wir das alles hier ein bisschen. Das passt, dann können wir nämlich hier später auch hier vorne noch einen Bahnhof bauen, der dann hier irgendwo durchläuft. Und hier hinten würde ich ganz gerne vielleicht noch irgendwo eine U-Bahn mit hinbauen. Da müssen wir aber erst eine Straße bauen. Jetzt brauchen wir erstmal Wohnraum. Dazu werden wir gucken. Dadurch, dass wir hier sowieso schon eine Kreuzung haben, werden wir hier natürlich mit reingehen.
Wir müssen mal schauen, inwieweit wir uns hier mit der Straßenbahn organisieren können. Also ich denke mal, dass wir hier auch bestimmt dieses Stückchen Straßenbahn gleich nochmal ein wenig so ansetzen, dass wir dieses Stückchen erweitern. Also dass wir daraus auch eine Straßenbahnstraße machen. Hier so ein Straßenbahngleis, das hier. Dass wir das kurz erweitern, zack, für dieses Stückchen hier. Wunderbar, so. Das heißt, wir haben jetzt hier den Bereich noch ausgebaut. Wir gucken gleich mal, was das Wasser sagt. Damit sind wir soweit eigentlich gut aufgestellt. Jetzt schauen wir mal wegen Parks, also auch Schulen und Co. müssen. Nee, das reicht nicht mehr. Also müssen wir schauen, dass wir hier auch Ärzte mit hinsetzen. Kann man hier vielleicht mit an die Bahnhaltestelle mit ransetzen. Bildungstechnisch passt das hier hinten noch, aber wir müssen auch hier langsam mal wieder Schulen bauen. Also vielleicht bietet sich das an, hier vorne eine Schule mit hinzusetzen, eine Grundschule. Oder ist da eine Grundschule, oder? Bildung, Grundschule, zack. Achso, auf das Stückchen geht die nicht, dann setzen wir die hier mit. Da geht die auch nicht. Dann müssen wir sie hier mit reinsetzen, so ein bisschen. Hier noch irgendwas, medizinisches Labor. Das könnte man irgendwann vielleicht noch in den Bereich der Universität mit hinsetzen. Wir müssen aber gucken, auch Polizei und Feuerwehr, wie es da aussieht. Das ist gut abgedeckt, das passt soweit. Wunderbar, okay. Vielleicht trotzdem noch ein... Hier hinten irgendwo eine... Dings mit hin, ein Krematorium. Und was man für den Bereich Gesundheit auch mal machen kann, ein Schwimmbad haben wir auch schon lange nicht mehr gebaut, ne? Oder ein Yoga-Garten. Da ist es vielleicht gar nicht so verkehrt, wenn man den mal hier so mit reinsetzt. Und hier vorne vielleicht noch eine Turnhalle mit dran. Vielleicht kann man die hier passieren mit dran, wenn man die... Ja, wunderbar. Eine Turnhalle. Und es gab, glaube ich, noch eine Sauna irgendwo, ne? Hier, Sauna. Vielleicht kann man die Sauna hier so mit dran setzen. Wunderbar. So, wir machen das erstmal voll. Ein Park als solches wäre, glaube ich, auch nicht verkehrt. Das reicht aber, wenn es hier einen kleinen Park gibt. So, wenn wir hier jetzt noch ein paar Wege mit dran bauen, die können auch hier diesmal ruhig diese Waldwege sein.
dann generell hier noch vielleicht ein paar Wege mit durchsetzt, die hier mit drauf führen, um an die Straßen zu kommen. Ja, es ist halt generell wirklich wichtig, auch zwischendrin so Wege zu haben, die Sachen verbinden. Hier zum Beispiel noch, die dann an die Bahn laufen. Jetzt könnte man hier vielleicht mal kurz überlegen, ob wir sagen, wir bauen hier ein kleines Stückchen Straße, einfach nur mit Bäumen hin, weil wir dann nämlich hier vorne Zebrastreifen haben. Und von diesen Zebrastreifen aus die Leute dann quasi über die Wege wechseln können. Dadurch, dass das Spiel als solches ja immer noch keine Zebrastreifen zum manuellen Setzen anbietet. Zumindest was die Konsolenversion angeht. Über die gemoddeten PC-Versionen gibt es ja genügend Mods, die es zulassen, dass man auch manuell Wege setzt. Aber dadurch, dass es hier nicht geht, müssen wir uns natürlich anders behelfen. Hier ein Weg auf die Straßenbahnschiene ist noch wichtig. Und dann haben wir das, glaube ich, soweit erstmal gepackt. Können hier hinten noch vielleicht Häuser mit hinbauen. Und dann haben wir den Bereich soweit erstmal abgedichtet, dass wir sagen, okay, hier sind Häuser und hier machen wir noch Bürogebäude hin. Als kleinen Puffer. Und dann passt das erstmal. Dann haben wir jetzt hier ein kleines neues Wohngebiet, was sich hier vorne mit ranzieht. Wie gesagt, hier hinten, dieses Stückchen werden wir schöner machen, weil das hier sieht schon ill aus. Wir müssen halt einfach gucken, dass wir das mit anpassen. Und auch hier hinten müssen wir dann schauen. Wir können auf jeden Fall schon mal noch eine Straße hier hinten mit ranbauen. Dass wir sagen, okay, hier soll es später noch so ein bisschen laufen. Müssen wir mal gucken, ob wir hier überhaupt werden wir den Weg hier abreißen müssen. Aber auch dafür werden wir dann wieder das so machen, dass wir sagen, okay, wir bauen hier halt kleines Stückchen mit Bäumen hin. Als Übergang. Und dann kann man nämlich hier vorne den Weg wieder mit hinsetzen. Und hier hat man ja einen normalen Parkweg. Nur halt ohne Bäume. So. Können die Leute hier queren. Und wir haben hier noch eine Straße. Und gucken, dass wir die dann hier vorne noch mit verbinden. Das Einzige, was natürlich jetzt so schade ist, dass die Brücke hier vorne anfängt. Jetzt haben wir hier zweimal Zebrastreifen, aber wir haben keine Ampel. Kann sein, dass wir später die Brücke vielleicht nochmal hier vorne schon anfangen lassen, da müssen wir mal gucken. Aber hier haben wir noch eine Verbindungsstraße und ich würde ganz gern schon mal schauen bezüglich der Straße hier oben, dass wir sagen, okay, europäische vierspurige Steinstraße, dass wir das hier erstmal weiterziehen, hier oben lang um den Bereich hier mit rum.
So. Dass wir dann zum Beispiel sagen, wir bauen hier hinten, da müssen wir mal jetzt noch gucken, dass wir den Bahnhof noch mit rankriegen. Da würde ich hier so einen einzelnen, so einen kleinen Bahnhof bauen. Das hier ist ja ein recht großer Bahnhof, aber hier hinten, ich weiß gar nicht, der große Bahnhof, es geht auch nur in eine Richtung. Dass wir hier noch einen kleinen mit hinsetzen, der kann ruhig. Müssen wir mal schauen, ob wir den vielleicht nochmal so ein Stück wegsetzen. Dass wir doch hier nochmal eine Straße reinsetzen. Mir aus hier rein, gerade. Und ans Ende dieser Straße den Bahnhof setzen. Da müssen wir die Straße noch querziehen. Oh. Was machen können wir immer noch draus später. Dann jetzt hier noch eine Schiene ziehen. So dass wir sagen, okay, wir fahren hier noch einen dicken Parallel. Und biegen dann jetzt hier im Rahmen der Kurve halt auch mit ab. Hier nämlich die nächste Bahnstrecke, die hier schon beginnt, die hier mit reinführt. Wir haben hier den Parkplatz und wir haben hier noch ein bisschen Raum, was den Bereich Lärm angeht. Und dann kann man hier unten noch überlegen. Da müssen wir schon mal schauen, weil wir brauchen ja auch noch die U-Bahn. Und bei der U-Bahn würde ich ganz gerne hier vielleicht diesen Platz mit reinbauen. Das hier ist ja ein Bahnhofsknoten mit Übergang. Den haben wir ja hier hinten schon, glaube ich, ne? Der hier ist das. Genau. Und dann würde ich hier vielleicht ganz gerne diesen U-Bahn-Platz mit hinsetzen. Dass wir den hier so mit hinbauen. Dass man hier rauskommt und dann der U-Bahnhof hier ist. Aber dazu brauchen wir halt auch eine Straße. Das ist das Letzte, was wir jetzt noch machen. Wir werden das hier noch ein bisschen erweitern. Einfach nur so ein bisschen hier noch nach hinten rausschieben. Nicht viel. Hier müssen wir noch wieder was zurückmachen, dass wir hier wieder mit raufkommen auf den Bereich, weil da die Autobahn ist. Aber dass wir gucken und sagen, wir bauen hier eine gerade Straße noch mit hin. So. Und setzen dann hier hinten diesen U-Bahn-Knoten mit dran. Geht das? Mal schauen. Wunderbar. Dann werden wir jetzt hier nur noch ein bisschen das hier hinten nochmal anpassen. Ein bisschen leichter, ein bisschen größer. Einfach nur, dass das hier nicht ganz so kantig aussieht. Hier diese Ecke so ein bisschen verschwindet. Wir vielleicht gucken, dass wir um den Bereich dann hier später müssen wir mal schauen, ob wir hier noch so ein paar Platten dann rumkriegen, dass wir diesen Platz im Endeffekt optisch noch versuchen, ein bisschen zu erweitern. Das gucken wir mal, ob wir das dann in den nächsten Folgen schaffen. So. Ansonsten, ja, haben wir heute ein bisschen was geschafft. Wir sind erstmal wieder reingekommen. Wichtig ist, dass wir hier den Bereich jetzt geschaffen haben, dass wir diese Brücke gebaut haben. Und es wird sich natürlich auch noch ein bisschen verschieben, wenn wir neue Autobahnauffahrten bauen. Also hier hinten
Müssen wir mal gucken, dass wir auch hier irgendwo dann noch ein Autobahnkreuz mit ranbauen, was in die Stadt reinführt. Wir müssen sowieso gucken, weil auch die Autobahn hier hinten ja noch rüberführt. A, brauchen wir ein Verbindungskreuz, was sich hier mit drauf schiebt. Und die Autobahn muss ja weitergehen, weil hier hinten ja noch der Flughafen hinkommen soll. Aber ja, durch dieses Stückchen hier zieht sich schon wieder jetzt einiges zu. Viel wird wieder mit dazu gebaut. Und dann passt das eigentlich. Genau. Wunderbar. Lass mal kurz noch ein bisschen anlaufen, ein bisschen schneller, damit wir zusehen können, wie sich das hier hochzieht. Wir werden auch mal gucken, dass wir dann demnächst hier noch so ein Kino mit dazu bauen. Und ein paar andere Gebäude noch mit reinsetzen, die hier die Stadt ein bisschen verschönern, ein bisschen aufwerten. In den Campus werden wir auch noch ein, zwei Fakultäten mit reinsetzen. Hier hat schon die Häuser werten sich langsam auf und dann müssen wir auch mal gucken, dass wir die U-Bahn und die Straßenbahnlinien erweitern, die Buslinien auch später noch erweitern. Aber ich denke, wir haben heute auf jeden Fall wieder einen guten Schritt gemacht. Okay, dann war es das heute von mir, das erste Mal seit langer Zeit nach dem Urlaub wieder. Ich hoffe, ihr konntet wieder was mitnehmen. Aber ansonsten freue ich mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Denkt dran, bald geht Formel 1 2022 los. Auch da würde ich mich tierisch freuen, wenn ihr dann für das neue Spiel fleißig mit am Start seid. Und jetzt wünsche ich euch nur noch einen schönen Abend. Hoffe, ihr bleibt gesund. Genießt die schönen Tage, wenn die Sonne rauskommt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin geht er steil. Bleibt da geil. Ich freue mich auf euch. Haut da rein. Tschüssi.